Die Rede ist vom unsäglichen, abartigen Herrentag. Ein Tag für Herren seit Tausenden von Jahren. Ja, quasi seit Anbeginn der Zeit ist jeder Tag ein Herrentag. Doch die Zeit der Sklaverei ist zum Glück vorbei. Und damit auch die Zeit ihrer Herren. Besoffene Männer, die mit Bollerwägen die Innenstädte unsicher machen und Chaos schüren. Wussten Sie, dass 4 von 10 Frauen in ihrem Leben bereits Opfer von schlechten Witzen eines besoffenen Mannes wurden? Liebe Freunde, nächstes Jahr, und das verspreche ich Ihnen, wird der Herrentag Geschichte sein. Und auch dieses schreckliche, schreckliche, ich mag es kaum aussprechen, Vatertag ist im Jahre 2023, liebe Freunde, nicht mehr tragbar. Allein durch den veralteten und non-inklusiven Begriff Vater fühlen sich mindestens 400 Menschen in unserem Land aufs Heftigste verletzt, diskriminiert und traumatisiert. BürgerInnen, die im Angesicht einer menschenverursachten Klimaapokalypse das einzig Richtige tun und sich nicht fortpflanzen, dürfen nicht unter der Rückwärtsgewandtheit einiger Vollpfosten leiden. Ich schlage deshalb, ja, danke, das muss einfach mal gesagt werden, ich schlage deshalb einen Menschentag vor, der mit sofortiger Wirkung und vor allem unter strengstem Alkoholverbot den Herrentag ersetzt. Vielen lieben Dank. Und jetzt hier mal mein Abschlussstatement für Ricarda Lang. Ich gehe dieser Dame, oder korrekt gesagt, dieser Person völlig recht. Und Ricarda Lang, jetzt habe ich es, ist ein schlankes, elegantes Zuckerschnäuzchen. So, wir Männer sollten uns überhaupt nicht über Frauen echauffieren, die als junge Lost Generation über uns Boomer da drüber gehen, und die haben alle recht. Ich möchte mich an Ricarda Lang rankleben. Ja? Und dieser Männertag, der muss völlig weg. Der muss völlig weg. Es geht nur so, dass wir, und jetzt werde ich mal philosophisch, Moment, dass wir nicht Männertag und auch nicht Frauentag und so eine Scheiße machen, weil Männer und Frauen gibt es ja gar nicht. Gibt auch keine Väter und Mütter, es gibt gebärende und zeugende Personen. Aber sie hat sie richtig gesagt, man sollte sich als alte weiße Rasse, das betrifft alle 367 Geschlechter, man sollte sich überhaupt nicht mehr vermehren. Man sollte den People of Color und den Diversitäten, man sollte denen die Weltherrschaft überlassen. So. Und deswegen bin ich nicht nur für einen Tag der Menschen, das ist ein bisschen unspeziell, sondern ein Tag der betrunkenen Menschen. Das ist wichtig, weil betrunkene weiße Menschen können sich nicht mehr vermehren und auch das Klima nicht mehr belasten. Die brauchen selbst für die einfachste, sagen wir mal, körperliche Entspannung das hier. Oh, nur noch eine drin. betrunkene, alte, impotente Menschen. So. Und da würde ich vorschlagen, nehmen wir mal 11. September so als Datum. Und da feiern wir uns alle. Und dann können uns auch die Weltkatastrophen am Arsch, nein, nicht vorbeigehen, aber wir können uns nicht vermehren. Ricarda Lang, Zuckerschnäuzchen, ich mache nie wieder dumme Witze über Frauen. Halleluja! Vielen lieben Dank!